Graffiti. Ne? Wir spazieren also weiter den Broadway entlang Richtung Little Tokyo. Am Weg das Gebäude der Los Angeles Times. Eine der auflagenstärksten Zeitungen hier in LA. Little Tokyo, auch Japantown oder G-Town genannt, ist ein Stadtteil in Los Angeles mit etwa 30.000 Einwohnern. Es wurde nach dem Immigration Act von 1924 gegründet und ist das kulturelle Zentrum der japanischstämmigen Bevölkerung im südlichen Kalifornien. Little Tokyo wurde am 22. August 1986 als historisches Viertel in das National Register of Historic Places eingetragen. Hier wimmelt es nur so von japanischen Restaurants. Aber das ist ja das gewesen, was uns zuerst geschmeckt hat mit Ramen und eigentlich sind wir auf der Suche nach einem buddhistischen Tempel, der hier zu finden sein soll. Wir entdecken aber bloß Restaurants und Restaurants. Nebenbei gibt es aber auch eine Bäckerei. Hier kaufen wir ein paar Kleinigkeiten für eine Kaffeejause am Abend zu Hause. Immer noch sind wir auf der Suche nach dem buddhistischen Tempel. Wo ist der Tempel, bitte? Als wir den Tempel endlich finden, ist er natürlich geschlossen und der Zugang versperrt. Also suchen wir uns ein Restaurant, um unseren Hunger zu stillen. Heute gibt's natürlich, wenn wir schon in Little Tokyo sind, Ramen. Ramen sind eine eigene Art japanischer Nudeln. Diese Nudeln, vor allem aber auch die daraus hergestellte Nudelsuppe, werden Ramen genannt. Ursprünglich stammt das Gericht aus China, dort bekannt als Lamian, wurde aber im 19. Jahrhundert von der japanischen Küche übernommen und angepasst. In Japan werden Ramen in speziellen Restaurants, den Ramen-Läden, verkauft, die sich ausschließlich auf den Verkauf dieser Suppen spezialisiert haben. Das Ei, das ist so.
Gestärkt geht es zurück nach Hause in unser Apartment, wo wir heute die letzte Nacht verbringen werden.